Hören Sie mich? Ja, wer ist da? Hier spricht dein Manuel Diaz vom Procureo. Sie haben sich ja gerade bei uns registriert gehabt. Nochmal, jetzt war bei mir die Verbindung schlecht. Wer ist da? Ah, hier spricht der Emanuel Diaz von Procureo. Sie haben sich ja gerade bei uns registriert gehabt. Ah, ja, klar. War da genau, was nicht heute richtig? Bin ich persönlich Ansprechpartner. Wie bitte? Ich habe gefragt, ob da was nicht richtig war. Nee, ist richtig. Also müssen Sie Ihren Account aktivieren. Habe ich doch gemacht, wissen oder Sie, nicht? Sie haben es noch nicht aktiviert. Sie haben sich... Nein, Sie haben nur sich angemeldet. Also müssen Sie Ihren Account noch aktivieren. Ach so. Das bedeutet, Ihre erste Einzahlung tätigen, einen Fragebogen machen und die Dokumente hochladen. Dokumente? Genau. Und Ihre erste Einzahlung tätigen. Okay. Und dann kann man loslegen, oder? Genau, dann können Sie loslegen. Okay. Was, was muss ich machen? Genau. Wir würden erstmal zusammen auf die Webseite gehen, ja? Als erstes machen Sie sich ein eigenes Passwort, okay? Ja. Haben Sie kurz Zeit? Dauert 10 bis 15 Minuten. Ja, kriege ich hin. Okay, perfekt. Ich mach noch mal eben. Ich mach noch eben mal Nudelwasser aus. Okay. Nicht das Überlaufen. So, erledigt. Wunderbar. Sie haben jetzt eine SMS erhalten, okay? Auf mein Festnetztelefon. Ach, Sie sind am Festnetz. Dann haben Sie eine E-Mail bekommen. Klasse, klar. Warte. Das Computer anmachen. Genau, machen Sie den einmal kurz an und sagen Sie einfach, wenn der, wenn der eingeschaltet ist. Ja, kleines Moment. Ich wollte gerade bei Badewanne liegen. Ah, okay. Blödes Computer langsam. Ist doch Samstag, Sie gar nicht frei haben? Wie bitte? Ist Samstag, Sie gar nichts frei haben? Nein, ich bin dieses Wochenende eingeteilt. Oh. Ich bin heute und morgen werde ich eingeteilt. Morgen auch, bei Sonntag? Ja, morgen auch. Blöd. Ganze Tag Telefon, oder? Genau. Hätte ich ja keine Lust drauf. Nicht böse gemeint. Alles gut, das verstehe ich. Das ist gut. So, Computer ist angemacht. Perfekt. So, und zwar, Sie haben jetzt eine E-Mail erhalten. Ja. Hallo, Burkhard Albrecht. Genau, Sie müssen einmal in Ihre E-Mail reingehen. Ja, habe ich doch. Steht da. Okay, haben Sie eine E-Mail erhalten? Ja klar, habe ich doch gerade vorgelesen. Ah, okay. Wir müssen dann einmal die E-Mail aufmachen. Ja. Und auf den Link klicken. Ja. Genau, was sehen Sie jetzt? Auf das Link von das E-Mail oder auf den E-Mail in der Link? Also, genau. Oh. Ich heiße dich, nicht so gut mit Computer. In der E-Mail den Link, bitte. Ja, da steht jetzt Passwort zurücksetzen. Genau, richtig. Da müssen Sie sich einmal ein eigenes Passwort machen, ja? Ja, welche? Wichtig ist, das sind 6 bis 12 Zeichen. Das müssen Sie selber machen. Zeichnen? Wichtig ist, ein Großbuchstabe, ein Kleinbuchstabe und 6 Zeichen. Was, also nur Zahlen oder was? Nein, schauen Sie mal. Sie können den ersten Buchstaben als Beispiel groß machen, ja? Und dann nach 5 kleine und dann noch ein paar Zahlen. Ja, aber welches? Ich kenne nicht das Passwort. Nein, Sie müssen sich ein eigenes machen. Also ist für meinen? Genau, sollen Sie sich das ausdenken. Ah, ist für Account, ja? Für eigenes genau. Account Passwort? Okay. Für ihr eigenes Passwort. Habe ich gemacht.
So, dann müssen Sie das Passwort unten drunter noch mal einmal bestätigen. Das sind nur Punkte, ich kann gar nicht sehen, was ich schreibe, bleh. Sie müssen, hören Sie zu, Sie haben zwei Felder, richtig? Ja. Ein Feld oben und ein Feld unten. Oben, ja? Und unten. Und Sie geben Hauptes. Einmal, genau, und Sie geben das, was Sie oben eingegeben haben, unten genauso nochmal ein. Wie bei Spiegel, ja? Gleiche Spiegelung? Genau, wie bei, genau, Sie spiegeln das drauf. Gut, gut, gut. Habe ich gemacht. Diese Blöd. Okay, dann klicken Sie auf Change Passwort. Was soll ich machen? Jetzt klicken Sie auf Change Passwort, also Passwort ändern. Zurücksetzen steht hier. Genau, einmal zurücksetzen das Passwort. Das Passwort wurde erfolgreich geändert. Wunderbar. Zum Kundenbereich. Sehen Sie jetzt da Kundenbereich? Ja, Kundenbereich. Genau, da klicken Sie einmal drauf. Hab ich. Da drücken Sie einmal drauf. Genau. Ja, habe ich doch schon. So, dann sehen Sie, genau, und oben links sehen Sie jetzt ein gelbes Dreieck, richtig? Wo? Oben links, ein gelbes Dreieck. Ja, ja, ich habe rechts geguckt. Ja, was soll ich machen? Okay. Genau, auf das gelbe Dreieck klicken. Einmal drauf drücken? Genau. Mach ich. Und jetzt? Okay, jetzt sollten Sie auf der Startseite sein. Ja, sehen Sie doch jetzt Cookies akzeptieren. Nochmal was? Jetzt sollte da stehen Cookies akzeptieren. Ja. Genau, die akzeptieren Sie einmal, bitte. Alles klar. Ist gemacht. Okay, jetzt sehen Sie oben rechts zwei Striche. Ja, jetzt sehen Sie oben rechts zwei Striche. Da oben steht Turkish Airlines, rufst du aus Istanbul an oder was? Nein, nein, das ist, wir sind jetzt offizieller Sponsor der Euroleague. Der was? Der Euroleague, das ist eine, das ist die zweitgrößte Basketball, Vereinigung der Welt. So was wie die NBA. Weiß ich nicht, kenne ich. Schauen Sie mal, wir haben oben rechts. Alles gut. Ich wollte aber nichts Ball spielen. Wollte ich Geld verdienen, ja? Genau, das ist jetzt, das ist nur wie ein Sponsor davon. Genau. So. Oben rechts sehen Sie drei Striche. Scheiße, jetzt habe ich die Seite weg. Entschuldigung, warte. Okay, wieder gefunden. Nochmal genau. Bitte? Oben rechts sind drei Linien, also Striche. Oben rechts sind drei Linien. Nee. Genau. Also am PC, richtig? Ja, Computer. Genau, das steht oben rechts einzahlen, richtig? Ja. Genau, da klicken Sie einfach drauf. Vielen Dank für Ihre Anmeldung. Ihr Login und Passwort wurden an E-Mail-Adresse gesendet. Habe ich doch schon eben gemacht. Warum nochmal machen? Also Sie müssen es nochmal machen. Nein, das steht, ich akzeptiere. Okay. Und jetzt? Weiß ich, jetzt steht da Geschäftsbedingungen soll ich lesen. Aber es ist alles auf Englisch, kann ich nicht lesen. Okay, sehen Sie oben links ein gelbes Dreieck? Ja. Da klicken Sie bitte nochmal drauf. Geht nicht, ich bin bei dieses Fenster, wo ich akzeptieren drücken muss. Aber vorher muss ich das Sachen lesen. Aber dann alles bei Englisch, kannst du übersetzen. Ich kann das gar nicht übersetzen. Warum nicht? Ich sehe das ja nicht, was wir sehen. Ja, ich weiß, du kannst doch nicht, weißt du nicht, was da steht. Aber nur der dritte. Es viele Seiten, wo Sachen. Ich weiß es nicht, ich hab sowas. Das erste Mal, dass ich das sehe. Kondition ist von Ihres Firma oder was? Müssen Sie doch wissen. Sie sind der erste Kunde, der mir das sagt. Weiß ich nicht. Habt ihr erst seit heute Datenschutzrichtlinien, oder? Nein, nein. Und wenn ich auf Risiko drauf drücken will, kommt Fehler 404 nicht gefunden. Okay, mein Manager hat das gerade gesagt. Ja, das ist eine ganz normale Kollision, wie bei allen Firmen. Weiß ich nicht, ich habe das noch nie gelesen. Was steht da drinnen?
Kann ich es nicht sehen. Gibt nicht bei Deutsch oder Russki? Kleinen Moment. Putin-Präsident. Hey, blöd. Ja, da steht was drin, zum Beispiel, da steht zum Beispiel drin, dass ihre Daten, ja, die sind bei uns sicher, ja, dass sie die eingeben müssen, wenn sie die Einzahlung zum Beispiel tätigen. Sie geben mir zum Beispiel auch ihren Ausweis später ein. Ausweis? Ja, und ihren Wohnsitznachweis. Warum? Und diese, genau, Ausweis. Das ist ein Identitätsnachweis. Da können sie aber auch, können zum Beispiel auch ein Führerschein zum Beispiel hochladen. Hab ich nicht. Haben die mir weggenommen. Haben Sie weggenommen? Ja. In 3 Jahren darf ich wieder haben machen. Haben Sie einen Reisepass? Ja, Passiske, Pariske, Russiske Föderatie. Hab ich, kein Problem. Haben Sie einen Reisepass? Ja klar, von Russiske Föderatie, Russisch Föderation. Okay, ja. Okay. Ist gut? Perfekt, ist gut. Ja, magst du Putin? Ich kenne mich mit Politik nicht so gut aus, nein. Oh, ist schade. Ich habe keine Ahnung. Soll ich, weil mein Vater bei Botschaft arbeitet, soll ich von Putin ein Buch schreiben? Soll ich bei deiner Firma schicken? Kostenlos. Was war das denn gerade? Wir reden jetzt schon 10 Minuten. Was denn? Oder war gerade so Störung bei Geleitung? Ah, keine Ahnung. Ich frage Sie, ob Sie Ihr Konto aktivieren möchten. Wir reden jetzt schon 11 Minuten. Ja klar, Und Sie wollten ja noch essen, in die Badewanne gehen. Ja, Tag genau, ist noch dann, lang. Bin ich bei einer Stunde aufgestanden. Ja, aber... Okay, na ja. Okay. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ja, dann müssen wir mal checken langsam, was, wie viel Geld kann man verdienen, wie viel muss man geben, wie viel wiederkommen. Schauen Sie mal. Lassen Sie uns doch erstmal Ihr Konto aktivieren, ja? Beziehungsweise lassen Sie uns erstmal dazu kommen. Dann muss ich mir... Die Start 50 Euro. Nochmal, war gerade Fehler wieder bei Leitung. Der Mindestbetrag liegt bei 52 Euro. 52? 250. Blöd, da muss ich mir vorher schon sagen, was mit dem Geld passiert. Kannst du nicht einfach sagen, gib mir Geld, ich erzähl dir das später. Wir sind doch hier nicht bei Flohmarkt, oder was? Nein, nein, ich sage, Sie haben doch gefragt, was der Mindestbetrag ist. Nee, ich habe gefragt, wie denn funktionieren, wie viel Geld geben, was kommen wieder, wie lange dauern, braucht Zeit und so. Kann ich doch nicht einfach mein Geld irgendwo hinschicken. Das ist richtig, der Herr. Ja, richtig, dann bitte Erklärung machen. Dabei, dabei. Okay, und zwar der Herr. Ja, ich höre. Schauen Sie einfach, okay? Ha? Was genau. Soll ich machen? Bei uns ist es so, Sie handeln mit der Kursbewegung. Kursbewegung? Ja, ich kann hören. Genau, bei uns handeln Sie mit der Kursbewegung. Das bedeutet, Sie handeln mit der Kursbewegung von verschiedenen Finanzprodukten, wie zum Beispiel damals von Aktien, Kryptowährung. Wir haben verschiedene Finanzprodukte. So Bitcoin, ja? Zum Beispiel, kennen Sie Kryptowährungen? Ja, will genau, ich haben. Bitcoin zum Beispiel. Ich will, Bitcoin ich liegt aktuell, genau. Kannst du doch kurz so. Ja, Bitcoin liegt doch gerade über... Bitcoin, ja. Der Preis von Bitcoin ist doch mittlerweile bei knapp 41.000, 42.000, richtig? Keine Ahnung, ich wollte Dogcoin haben, mit den Hunden drauf. Okay, schauen Sie mal. Ja? Bei den Kryptowährungen, ja? Die haben ja einen Preis. Genau. Preis? Und dieser verändert sich ja. Durch verschiedene... Ein Preis, ja. Ja, okay, gut. Wissen Sie, genau, und der bewegt sich ja. Der geht nach oben und nach unten. Und der war ja kurzzeitig auch bei 28.000. Okay. Und der war auch schon mal bei 60.000. Ist das gut oder schlecht? Wissen Sie doch, genau. Und Sie können... In dem Fall ist es für Sie gut, wenn Sie mit der Kursbewegung handeln. Weil Sie können auf den fallenden und steigenden Kurs setzen. Und so können Sie Ihre potenziellen Gewinne erzielen. Das ist gut. Und wie viel das Prozent man kann machen? Das ist gut, genau.
Das kommt auf ihn drauf an. Wie viel sie handeln, mit wie viel Geld sie handeln. Eins bei was für einen Hebel sie arbeiten. Ja, was? Hebel? Ein Hebel, genau. Was bedeuten? Ein Hebel ist ein Multiplikator, ja? Bedeutet zum Beispiel, haben Sie einen Hebel von 1 zu 2 und zahlen 20 Euro ein, dann haben Sie dann 40 Euro. Also Geldwäsche oder was? Nein, keine Geldwäsche. Das ist ein Hebel. Das ist ein Finanztool. Damit können Sie arbeiten. Das will Ihnen aber auch der Senior Account Manager noch genauer erklären. Sie bekommen ja nach der Aktivierung einen persönlichen Ansprechpartner, der ein Senior Account Manager, einen persönlichen Ansprechpartner, der Ihnen alles weitere erklären würde. So. Nur dieses Fachbegriffen. Ich möchte Sie ja einmal nennen, damit wir wissen, wie es heißt. Ja, alles gut. Und wie viel, okay, wie viel so Doge, haben Sie jetzt verstanden, wie es funktioniert. Wie viel ist Dogecoin deine Firma haben? Wie viel kann ich kaufen? Bei Lager drin. Bei uns können Sie nicht kaufen. Was? Ha? Meine Güte, ist das schlecht, das Leitung. Wo ist euer Callcenter? Bei uns können in Zypern. Was? Warum so weit weg? Du sprichst sehr gut Deutsch. Warum Zypern sitzen? In Zypern, das hier ist schön warm, aus steuerlichen Gründen. Sag doch Steuerhinterziehung, ich wusste es doch. Aber ist gut, ich bin Mafia, ist kein Problem. Das ist keine Steuerhinterziehung. Okay. Wir können also gut. Sie wissen schon, dass Sie bei uns keine Geldwäsche betreiben können. Ah ja, ja, natürlich nicht. Natürlich können wir das nicht machen, ich verstehe. Keine Problem, Augenzwinker. Guter Mann. Sagst du mir, wenn ich dir gebe einen Sack, wie lange dauert, bis einmal gewaschen? Ein Sack mit Wäsche, mit Unterhosen. Putin braucht ein neues Laufbursche. Und ich glaube, du wärst perfekt geeignet für KGB-Geldwäsche machen. Wir beobachten dich seit vielen Jahren. Die Russische Föderation möchte deine Dienste in Anspruch nehmen. Die türkischen Kollegen von der anderen Seite der Insel sagen auch, du bist guter Junge. Wir wissen alles über dich. Besser du sprichst. Ha? Hallo? Was geht? Hören Sie mich. Ich kann hören, ja. Hören Sie mich. Bestens. Möchten Sie jetzt Ihr Konto aktivieren oder nicht? Selbstverständlich. Hallo? Ich habe ja, gesagt, selbstverständlich. Bitte machen. Ja, dann dabei. Mach hin. Ich habe nicht den ganzen Abend Zeit. Genau, dann lassen Sie dann dabei, genau. Dann lassen Sie uns bitte nicht. Ah. Lassen Sie uns aber bitte nicht über Putin oder keine Ahnung Geldwäsche reden oder so. Paruski bleibt. Lassen Sie uns bitte beim Thema bleiben. Du Russisch sprechen, du gerade russische Wort sagen. Ich habe keine Russisch, ich kann kein Russisch. Oh, zu schade. Gut, weiter. Was ja, schreien die Leute schade. Denn da so? Was ist da los? Was sehen Sie denn gerade? Sehen Sie oben ein gelbes Dreieck? Ich sehe oben die Fahne von meinem heiligen Präsident Putin. Zuckerblät. Der Herr. Oben auf der Seite haben Sie doch dieses gelbe Dreieck. Junge Frau, haben Sie schlechte Laune oder was? Erstens, bin ich ein Junge? Was? Wirklich? Nein, kannst du mir nicht erzählen. Ich versuche ihn. Pack ihn auf den Tisch, ich glaube nicht, dass du ein Kerl bist. Hol die Nudel raus, dabei. Ja. Yeah. Nein. Können wir jetzt bitte beim Telefon bleiben, sonst beende ich das Gespräch. Ja, klar, natürlich. Der Woschka. Okay. So. Können Sie jetzt bitte sagen, was Sie gerade sehen? Auf der Plattform. Im Internet. Ah, einen Moment. Ich soll immer noch, hier steht immer noch, ich soll bei Akzeptieren drücken. Soll ich drauf drücken? Ja, okay, akzeptieren Sie es. Ja, da steht jetzt, erzählen Sie uns etwas über sich. Adresse und so. Soll ich das reinschreiben? Genau. Dann geben Sie jetzt einmal Ihre Adresse und Ihr Geburtsdatum ein. Altschauerberg 8 91448 Emskirchen.
Gut. Und dann fortsetzen drücken. Fortsetzen. Nochmal? Sie klicken jetzt auf Fortsetzen, das ist richtig. Ja, habe ich gemacht. Okay, und was sehen Sie jetzt? Da steht, tätigen Sie Ihren erstes Einzahlung. Alter, die schreien, was schreit denn da so hinten? Ich kann gar nichts verstehen. Das ist unser Teamleiter, der hat den Leuten gesagt. Der soll nicht so schreien, das stört die Menschen. Ja. So. Sag ihn, okay. Soll nicht so schreien. Ja, das ist richtig. Ja, ich hab's dir gesagt. Das ging aber schnell. So, Gedanken übertragen. Haben Sie eine Kreditkarte? Die kann nichts verstehen. Was ist haben das? Sie eine Kreditkarte? Haben Sie eine Kreditkarte? Ja. Ja, haben Sie, okay. Dann klicken Sie bitte den Betrag an, mit dem Sie starten möchten. Was ist gutes Level zu starten? So wie Sie sich wohlfühlen. Ich weiß immer noch nicht, was ich da mache, von daher weiß ich nicht, ob ich mich wohlfühle oder nicht. Sie können mit dem Mindestbetrag starten. Der Herr, Sie können sich Ihr Geld auch jederzeit wieder auszahlen, falls Sie da irgendwelche Probleme haben. Was für Probleme? Wegen Polizei oder? Falls es Ihnen nicht gefällt. Nein, falls Ihnen das nicht gefällt, falls Ihnen das keinen Spaß macht. Ach, ist zu Spaß haben, ist das so Online-Casino oder was? Nein. Das ist kein Online-Casino. Okay. Und die Leute, macht das Spaß. So ein bisschen zocken kann man aber, oder was? Was meinen Sie mit zocken? Hä? Mann, das ist so laut. Ich verstehe nicht. Es tut mir leid, aber was meinen Sie mit zocken? Zocken! Geld bei Firma bringen, mehr Geld zurücknehmen. Zocken. Wie bei Spielhalle. Sie können mir Ihr Geld. Das ist keine Spielhalle, das ist. Ja, ist keines, aber gleiches funktionieren, ich meine. Der Herr, bitte, wollen Sie jetzt die Einzahlung tätigen, beziehungsweise Ihr Konto aktivieren oder nicht? Ja, klar. Weil ich habe jetzt eigentlich Feierabend. Okay, dann klicken Sie bitte auf die 250. Okay. Das ist der Mindestbetrag. Ja. Ich denke, das ist ein fairer Preis. Das ist gut. Und dann gehen Sie weiter runter und dann steht Kreditkarte. Ja. Da können Sie Ihre Kreditkartennummer eingeben, Ablaufdatum, CVV-Code und Ihren Namen. Ich meine, ich habe es letztes bei, wollte ich kaufen, Auto bei Stuttgart unten. Denn das russische Kreditkart nicht nennen. Wenn Sie das eingegeben haben, dann wissen Sie Bescheid, okay? Oder ist denn ein Problem bei Sie? Keine Probleme. Nehmen Sie das einmal ein und wenn Sie es dann eingegeben haben, sagen Sie mir Bescheid. Mach ich. Okay. Gut. Ist Problem das Ablaufdatum bei 2 Monaten oder ist okay? Wenn es abgelaufen ist, funktioniert die Karte nicht. Ja, aber bei 2 Monaten erst kommen. Ist okay oder okay, soll Herr, ich andere Karte nehmen? Ich spreche an dem Moment ab, ja? Fick, scheiß Telefonbetrüger, okay. Wir kommen und bringen euch alle in den Knast und in die Forensik. Genau. Jeden einzelnen von euch, hast du das verstanden? Du bist ja immer noch dran. Okay. Ich spann dich auf den Bock und ein remiser Betrüger. Du hast meiner Mutter das ganze Geld weggenommen. Du hast meiner Mutter das Geld weggenommen. Ich will das Geld von meiner Mutter wieder haben. Hast du das verstanden? Gib das Geld zurück, sonst komme ich nach Limassol. Ich habe meiner Mutter kein Geld genommen. Du hast meiner Mutter das Geld weggenommen. Ich habe deine IP genommen. Ich habe ihre Mutter gar nicht genommen. Schönes Wetter nach Limassol, blöd. Privatjet von Putin kommt. Wir werden euch so bei Arsch treten, blöd. Hast du das verstanden? Okay. Machst okay. Dass du schnell nach Hause kommst. Du hast 20 in deinem Auto. Wir folgen dir nach Hause. Ich weiß nicht, was Ihrer Mutter passiert ist. Das tut mir sehr leid, dass Ihre Mutter Geld verloren hat. Ist ja? So blöd. Aber es wurde auch vorher angesprochen, dass es ein Risiko gibt. Nein, hast du nicht. Zu mir auch nicht gesagt. Nichts erklären, okay. Nichts machen. Das gleiche wie mein Name Mamuschka Geld genommen. Sie haben die ganze Zeit abgelenkt. Ja, du bist schlechter Verkäufer. Du nichts erklärt, nichts erzählt. Ich habe gesagt, es gibt... Okay. Okay, dann bin ich ein schlechter Verkäufer, aber ich verkaufe auch nicht. Schlechter Mensch, schlechter Verkäufer, schlechter Betrüger. Hast du einen Beruf gelernt in deinem Leben oder bist du Sohn von Beruf? Nein, Tochter, du bist ja eine Frau. Okay. Was hast du für Körbchengröße? Sind Sie fertig? Nein, ich bin noch lange nicht fertig. Du hörst ja immer noch zu. Soll ich dir meine Mutter mal geben? Warte mal. Ja, ich wollte ihn durch. Ich finde es interessant. Hey, du hast mir das Geld gestohlen. Das will ich wieder haben. Gib mir das Geld wieder. Ich will mein Geld wieder haben.
Verstehst du das? 250 Euro hast du mal weggenommen. Die brauche ich. Gib mal das Geld wieder her. Hast du das verstanden? Hast du mal nicht wieder auszahlt, wie es versprochen hast? Mit Geld wieder habe. Ich hab gar nichts versprochen. Hey, doch hast du das gemacht. Kann ich jederzeit okay, wieder auszahlen. Ich hab's nicht. Gib mal mein Geld. Ich bin über den Marktplatz gezogen an der dreckigen Haar.